Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Let's Play Rogue Company. Ja, es geht weiter heute hier auf der Map Palast in Kyoto, Japan. Und ich habe die Präzisionsgewehre privat fertig gemeistert. Das heißt, die Full Body ist jetzt auf Stufe 5 und das heißt auch, ich kann mich jetzt wieder anderen Waffen widmen, die mir beim Spielen etwas mehr Freude bereiten. Unter anderem Maschinenpistolen. Ja, da haben wir auch noch ein paar, die ich meistern muss. Und auch Shotguns, Maschinenpistolen, Shotguns und DMRs. Ja, und so werden auch meine nächsten Runden aussehen. Ich werde Maschinenpistolen benutzen, Shotguns und DMRs. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge und ob ich überhaupt jede Folge eine andere Klasse mache oder auch einfach nur eine andere Waffe. Wieso kann ich meinen Shop nicht öffnen? Und wieso war das jetzt hier offen? Ich kriege meinen Shop nicht auf. Was? Was? You literally exhaust me. No, I owe you one. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Aber ich glaube, ich lasse die Runde drinnen. So wie sie jetzt hier ist, lasse ich sie drinnen. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas ist hier absolut nicht in Ordnung. Euer Ernst, nicht euer Sch Ernst. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas ist hier absolut nicht in Ordnung.
Es ist... Ich komme irgendwie in keine gute Runde mehr rein. Ich komme nicht mal mehr in eine Runde ein, von der ich behaupten würde, sie wäre okay. Das ist gegen den Fixer, habe ich in der letzten Runde auch schon gespielt. Und der ist verflucht gut, ja. Der ist sogar besser als gut. Ich würde fast schon meinen, der hackt. Wieso haben die den Punkt nicht eingenommen? Nein, nicht aufgeben. Wir sind nur noch zu dritt. Ah. Und dann kommt die Map. Was ist passiert? Was ist mit Rogue Company passiert? Irgendwie ist es fast schon ein bisschen traurig. Aber ja, hier, der Switchblade-Skin vom Battle Pass. Was sagt er zu dem? Sieht doch echt nice aus. Ja. Ich sehe Skins. Einmal hier an Ronin, der Prisoner Ronin-Skin. Und einmal hier bei Trench bei der Waffe, das sind die Pfauenfedern. Jetzt ist die Frage, wie hat man den Skin bekommen? Okay, ein Hoverboard, sehe ich. Vielleicht haben wir hier was, Freunde. Vielleicht haben wir hier eine gute Runde. Die Kollegin hier hat die Spitfire ja ordentlich gelevelt, sehe ich auch. Hier mit diesem, wie heißt es, ich glaube Illusion. Oder war das Irrgarten? Nein, ich glaube Illusion. War dieser lila, goldene Skin. Ja, Meltdown oder Schmelzpunkt zu Deutsch. Eine interessante Map. Hier oben auf dem Kran kann man landen und da kann man auch ziemlich gut runtersnipen, wenn man eine entsprechende Waffe mit sich führt. Ich habe ein gutes Gefühl. Irgendwie glaube ich,
dass das hier jetzt die Runde sein wird. Schon habe ich keine Munition mehr. Ich kann nicht holen. Ich war gerade hier. Ich war gerade hier. Wundervoll. Fantastisch. Absolut grandios. Und jetzt sind... Nein! Jetzt sind die nur noch zu dritt. Ja, keine Muni mehr. Das ist, ich könnte fast wetten, dass unsere Gegner aufgeben werden. Ja, genau. Warum ist es unspielbar? Warum ist es zurzeit so verdammt unspielbar? Skyfall, schön. Was für einen Betrug darf ich hier anheimfallen? Komm schon, lade. Lade doch bitte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Witchblade. Weiter geht's. Ab in die nächste Runde. Ich wollte gerade sagen, auf dem Bild fehlt mir irgendwie was. Da war der Rocket Launcher kurz nicht da. Ach ja, Rocket Launcher. Da gab's ein kleines Developer-Update, wo sie gesagt haben, dass mythische Kisten ins Spiel kommen sollen, die in den normalen Modi, also hier in Strikeout, in Zerstörung auch spawnen. Das sollten mythische Kisten spawnen, in denen Rocket Launcher oder irgendwelche Gadgets drinnen sind. Und anscheinend hat das die Community so aufgeregt, dass sie die Neuerung zurückgezogen haben, noch bevor sie sie ausgetestet haben. Also ordentlich ausgetestet haben auf einem Testserver. Ja, da gibt es wohl keine mythischen Kisten in Zerstörung und in Strikeout. Ganz ehrlich, mich stört's nicht. Stellt euch das vor, ich spiele Zerstörung, dann spawnt eine mythische Kiste irgendwo. Keine Ahnung, ein Dima, der hier das extra haben kann, mit dem er weniger Explosionsschaden nimmt. Holt sich die Kiste, kriegt einen hier Switchblade Rocket Launcher, rennt zu euch hin, jagt den vor eurer Nase in die Luft, springt gerade noch mit halbem Schaden aus der Explosion raus und euch killt es. Tja, what now?
nicht gut. Absolut nicht gut. Ja, aber die Runde hier, die könnte wieder was werden. Rob doch ein bisschen auf die Seite. Danke. Nein, die sind wieder nur zu dritt. Die sind wieder nur zu dritt, aber im Moment läuft's für die nicht ganz so schlecht. Warum nehmt ihr denn nicht ein? Oi! Ich habe mich selbst gekillt. Ach, ja. Ah, wie lustig. Aber dafür habe ich kurz den Punkt geholt. Really? Also really? Jetzt machen die uns doch ein bisschen nass. Obwohl sie nur zu dritt sind. Ich werde am liebsten warten, bis mein Rocket Launcher voll ist. So, jetzt, Freunde, Zugriff. So, einer noch. Wo ist Trench? Trench hatte gerade kurz ein paar Problemchen mit den Waffensounds. Die Waffe hat man nämlich lange gehört, auch wenn er gar nicht geschossen hat. So, das ist schon mal kein allzu gutes Zeichen. Es könnte natürlich an den Servern liegen oder es liegt an Trench. So, ich habe genug für das. Und dann upgrade ich noch die Spitfire, weil ich mit der auch schon lange nicht mehr gespielt habe und auch noch so ziemlich kein Level habe. So, Punkt B. Unsere Gegner sind immer noch drin und sie springen auch runter. Das ist gut. Das heißt, sie werden in der nächsten Minute nicht aufgeben. Ah, haha, da hatten wir die gleiche Idee. Ah, das ist schön. Das ist richtig schön. So, jetzt haben wir den Punkt. Wir haben den Punkt. Weg damit, weg damit. Wo sind sie? Da hinten. Du dachtest, du wärst besser, aber ich bin besser. Eine Waffe, danke. Glücklicherweise hatte die auch die 24S. Und mir fällt gerade so auf.
Die Waffe hat nur 24 Schuss. Oh mein Gott. Die heißt 24S und die hat nur 24 Schuss. Was ist denn das für ein geiler Skin? Der hat so dünne Regenbogenlinien und das gefällt mir irgendwie. Uiuiuiui. Das waren Gegner. Mhm. Oh hey, sie ist down. Oh, schön. Oh. Hey. Ich war doch gerade noch gar nicht im Feuer drin. Was war das denn? Was? I wanted Wonder Life up? Die Gegner sind immer noch drin. Das ist gut. Die haben eine Rückgrat. Die trauen sich auch, in der Runde drin zu bleiben, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht allzu gut läuft. Die aber tatsächlich noch was werden könnte. Ja, nee. Aber so nicht. Frage ist jetzt, was haben die Gegner vor? Ja, lass sie kommen, lass sie nur kommen. Wir haben den Punkt, die müssen zu uns kommen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das Schild hätte ich da jetzt vielleicht nicht hingemacht. Ist schon okay, so. Die werden wahrscheinlich in Ägypten spawnen, also in der ägyptischen Abteilung, und dann werden sie versuchen, hierher zu rennen. Als ob! Trench, dieser Hund! Natürlich, der hat, hier, Active Protections, der hat Aktivschutzsysteme. Da hat sich das Aktivschutzsystem einfach mal meine Rakete weggesnackt. Haifisch. Das hier, das ist mir auch so noch nie so wirklich aufgefallen. Das hier ist ein Teil der Titanic. Das ist schon irgendwie interessant. Oh Mann. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Hi! Da haben sie einen nach dem anderen eiskalt ausgeschaltet. Das war nicht schlecht. Da war das auch wieder so eine Runde. Wir haben... Wir haben zwei Runden und ich fühle mich so... So übermächtig. Ach komm. Verlieren wir das hier noch oder wie? Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, das war, denke ich, mein Kill. Aber merkt er das? Das war jetzt wieder so eine OP-Runde, in der die Gegner nichts konnten. Oder halt nichts konnten. Das hört sich jetzt vielleicht. Das war jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, die Gegner hatten keine Chance gegenüber uns. Unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, weil einer geliebt ist. Aber das war jetzt schon wieder so eine OP-Runde. ...29 Kills, 10 mehr als der Beste von den Gegnern. Ah ja, der hier hatte nichts? Wirklich? Ha. Huh. Naja, wie immer, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen würdet und teilt das Video. Und schaltet auch unbedingt beim nächsten Mal wieder ein, würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.